Möchte die Baron denn nicht? Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber wie die meisten Bewohner des Dunkelwalds bevorzuge auch ich ein ruhiges und einfaches Leben. Und was kann es da Besseres geben als einen Herrn, der einen walten lässt, wie man will, solange die Einnahmen stimmen? Okay, da hat er uns abgewürgt. Seid gegrüßt auf meinem kleinen... Ja, aber wer beschützt euch hier, wenn der Baron und seine Soldaten hier vorbeikommen? Nun, in diesem Wald hat sich ein ganz eigenes Machtgefühl entwickelt. Die Hexen und die Räuber, die hier leben, machen jedem Fremden das Leben schwer und sorgen dafür, dass die Handelswege sicher bleiben. Da keine dieser Gruppen Interesse daran hat, dass eine Kompanie Pikenträger hier vorbeikommt, klappt das mit der Ruhe auch recht gut. Mhm. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Ich möchte gerne etwas wissen. Ja, das wäre... Wer ist der Herr über den Dunkelwald? Das ist der Baron, seine hochgeborene Hagen von Sturmfels. Ich verwalte seinem Namen, aber Land und Untertanen, wenn er fernab weilt. Ich verwalte in seinem Namen. Ich möchte noch etwas wissen. Glaubt ihr, dass es Hexen hier im Wald gibt? Glauben, dem ist sogar so. Und unsere Schwester Saturias hier sind gute Menschen und waren uns oft mit ihrer Heilkunst und ihren Kenntnissen der Wissenschaft hilfreich. Ich mag mir kaum vorstellen, dass sie finstere Magie gewirkt haben sollen, auch wenn die Prioten das annehmen. Ja, ich möchte noch etwas wissen. Ja, ich möchte gern mit eurem Gesinde über einige Dinge reden. Nur zu, die schwätzen doch auch so den ganzen Tag ohne meine Erlaubnis. Lebt wohl, Herr Vogt. Gut. Dann hauen wir noch die Fässer hier zu Klump. Kohle und Ulmenholz. Ein Zwerg, ein Bord. Meint ihr? So, dann gucken wir uns mal in der Gutsküche um. Okay, hier ist nur ein Koch. Und da geht's in den Gutshof. Und ansonsten ist hier nichts. Eine verschlossene Truhe. Gladys ist mal neugierig. Okay, so viele alte Brötchen brauchen wir dann doch nicht. Das hier nennt man Küche, weil hier der Koch arbeitet. Das bin ich. Und du siehst mir nicht aus wie ein Koch. Also raus hier! Ich habe hier ein Päckchen mit Koscher-Amazonen. Hätte die da mal vielleicht Interesse? Koscher, das ist eine Zunge, lasst mal sehen. Tatsächlich. Also normalerweise wüsste ich niemanden hier im Gutshaus, dem ich das Zeug vorsetzen würde. Aber bei ein paar Tagen kommt der Baron zum Besuch. Und wenn ich ihm diese Spezialität servieren könnte. Also gut, ich nehme sie euch ab. Sagen wir 10 Dukaten. Ich weiß nicht so recht, da komme ich doch sicher mehr dafür. Dann verschwende ich meine Zeit raus hier. Ja. Also ja, 10 Dukaten wäre auch ein, aber ich bin ein gieriger Zwerg. Ich bin nicht mehr der enthaltsame Geode, der ich früher mal war. Vor 20 Jahren, als ich mit Ardo um die Welt gezogen bin. Ernsthaft. Das war nicht, was ich wollte. Okay, machen wir mal Mausklicks. Mausklicks klappen immer ein bisschen besser. Verstehe eh nicht, warum sie automatischen Gebietsübergang also an solchen Stellen eingebaut haben. So, okay. Also Gutsküche. Und ansonsten können wir, glaube ich, nirgends rein oder raus. Ja. Also natürlich nur durch den Haupteingang. So, das heißt, Vorschlaghammer und Krähenfüße weg. Und dann gehen wir mal um den Gutshof rum, töten da die Feuerfliegen und schauen uns so die Gegend an. Und dann heißt es wieder zu Josemie zurück. Oh. Noch mehr Beeren? Mein Atem geht ruhig. Candidus! Ja!
Ich versuche mein Bestes für Ardo. Zaritus. Astus. Candidus. Mein Atem geht ruhig. Eila Dau. Wie gesagt, eigentlich tut es mir um die armen Bären leid. Und ja, hilfreiche Tatze hilft halt auch nur bedingt. Ist aber auch mal interessant zu wissen, dass hier die Gegner auch respawnen können. Sprich, Freund. Okay, jetzt kommen hier alle Feuerfliegen. Eingesackt. Nochmal ein Haufen. Ja. Einbeersträucher. Alaoyama. Albrasora. Sala Agrinda. Da waren die Feuerfliegen. Da sind noch mehr Feuerfliegen. Ach du meine Güte, hier sind ja richtig viele Feuerfliegen. Ah ja, Feuerfliegen sind jetzt nicht so das Problem. Ja. Mandaya Ioai Banda. Da kommt her. Ach, eine fette Feuerfliege, okay. Gut. Sprich, Freund. Achso, hier ist Bullmond. Ja. Also ich weiß, das Spiel ist mittlerweile mehr zu einem Einsammelsimulator geworden als zu einem Rollenspiel. Allerdings ist bei Drakengesang halt das Crafting und so Kernteil. Gerade was die Alchemie angeht und ich... Nehmt's für dich üblich, weiß nicht mehr, welche Zutaten wirklich relevant waren für welche Sachen. Achso, fette Feuerfliegen sind einfach nur die großen Feuerfliegen. Also die dunklen. Sie werden auch Drachenlibellen genannt, ah ja.
Ich habe Feuerfliegenfleisch erhalten. Okay, also war das doch nicht. Oh, keine Munition mehr. Das bin ich. Belmat. Aila Dao. Also ja, das Gebiet hier ist also der Wald ist recht groß und weitläufig. Und voller Feuerfliegen und Tieren, die uns da nicht so sehr mögen. Wir haben aber allerdings auch ein paar Räuber schon besiegt. Also ja, Feuerfliegen gibt es hier wie Sand am Meer. Sanja. Belmat, genau. Und ja, wenn wir mal wieder auf Räuber oder so treffen, kann ich ja die Giftpfeile mal benutzen. Oh, eitriger Krötenschemel. Sagen wir so, für Giftpfeile craften sind sicherlich die Giftstacheln und die Krötenschemel zu gebrauchen. Ja. Das ist ja in der Nordland-Trilogie recht krass. Da kann man mit Alchemie recht starke Waffengifte herstellen. Mit einem konnte man sogar in Schicksalsklinge, dem ersten Teil, den Endboss Ork one-hitten. Was manchmal sehr praktisch war. So. Sanja. Wenn da davor gehen. Ja. Die Gullmond einsammeln. So, und ich glaube, das war's jetzt schon. Hier erstmal mit Pflanzen. Ah ne, da sind noch ein paar eitrige Krötenschemel an dem Teich. An dem Teich sind auch Trollkröten. Die eine da scheint friedlich zu sein. Komm schon.
So. Die da will nichts von uns, komischerweise, die Trollkröte. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier den verhexten Krötenprinzen haben. Und ja, Giftbeutel könnten wir auch zur Giftfall herstellen.